kann ich nicht sprechen. Oh nein. Oh nein. Jetzt erwischen Sie mich gerade da bei meiner Lieblingsbeschäftigung. Chips essen, Text lernen und hier zusammen mit der Requisite, die mich hier unterstützt. Und ich darf hier immer wieder reinkommen. Das ist ein Raum, wo alles Mögliche gelagert wird. Und eben auch diese köstlichen Chips, die ich wahnsinnig gerne esse. Und dann ziehe ich mich manchmal hier hin zurück und lerne Text für die nächsten Szenen und habe hier etwas meine Ruhe und leckere Essenssachen. Wie man hier sieht, steht viel Requisite, gerade auch vom Bräustüberl. Das gute Burgerbräu sieht man hier, die Krüge, die Weingläser, das Besteck. Das wird dann alles von hier direkt in das Bräustüberl reingeschickt und dann dekoriert. Ja, und wenn man hier rausschaut, kann man eigentlich ziemlich direkt zu den Rosenheim-Cops schauen. Ja, da ist der Drehort von den Rosenheim-Cops und ich muss sagen, ich erschrecke jedes Mal wieder und falle immer wieder drauf rein, wenn plötzlich ein Polizist in Uniform kommt und ich denke, oh Gott, habe ich falsch geparkt oder habe ich den Führerschein dabei, den Personalausweis? Aber es sind meistens nur Komparsen und es ist also nichts Schlimmes passiert da. Und wenn man sich noch weiter rauslehnt, sieht man hier hinten den Waldweg. Der ist nämlich auch bei uns hier auf der Bavaria, den könnt ihr also auch alle besuchen. Da ist es meistens auch bitterkalt, genau wie jetzt auch. Ich habe hier eigentlich ein schönes Sommerkleid drunter, aber ich friere immer schnell und das ist hier doch mehr Pappmaché als richtiges, festes, warmes Haus, in dem wir sein können.